Ja, hallo, liebe Blaulicht- und Ostalgie- bzw. Osttechnik-Freunde. Herzlich willkommen wieder auf unserem kleinen, bescheidenen Kanal. Ja, mit was wollen wir uns heute mal beschäftigen? Mal nichts mit Technik, sondern mal was mit, ja, wie bereite ich was auf? Wir haben hier vor uns, so wie im letzten Video, über das UFT 435 zu sehen gewesen ist, die sogenannte Transportkiste, besteht aus Holz, über 30, fast 40 Jahre alt. Ja, der Zahn der Zeit hat natürlich gewisse Spuren hier hinterlassen, ja, Abplatzung und so weiter und so fort. Ja, das Seil, teilweise das Holz ausgerissen und. Nun wollen wir uns eine Kiste, die wir ja vollständig haben, wollen wir uns für unsere Sammlung wieder herrichten. Und ich meine, vom Prinzip her, es wäre nicht so wild, wenn sie so bleiben würde. Da wir drei Kisten haben, machen wir also, wie gesagt, erstmal eine so ganz schick. So, fangen wir erstmal an, was wir alle brauchen. Ja, ist ja immer das Wichtigste, was brauche ich alles. Ja. Wichtig, ein Hammer. Ja, muss kein Riesending sein, reicht hier. Dieser, ich glaube, der hat hier 200 Gramm, genau, nach TGL. Ja, muss natürlich sein, laut TGL. Also 200 Gramm Hammer reicht vollkommen. Ja, eventuell brauchen wir noch sogenannte Kombizange. Ja, sieht man wunderschön, muss jetzt nicht hier unbedingt Isolationsgeschütz sein, aber wir hatten erstmal keine andere. Ja, was brauche ich noch? Schraubendreher, der ist natürlich vom BBKF, vom bitterbösen Klassenfeind. Nee, wir hätten auch einen aus dem EBZ-Satz nehmen können, den hätten wir natürlich original DDR. Ja, was brauche ich noch? Pinsel, ja, damit man einige Sachen reinigen kann. Dann einen sogenannten Scheuerschwamm, den haben wir jetzt schon benutzt. Ja, also der ist nicht neu, aber kann man immer hier brauchen. Ja, dann unsere berühmt-berüchtigte Zahnbürste. Kann man auch immer gut brauchen für kleine, unzugängliche Stellen. Ja, zum Entfetten, wie gesagt, wieder unser Isopropanol. Ja, 71%. Sagte ich im letzten Video schon, kann man auch verdünnen. Ja, vorsichtig beim Arbeiten. Ja, man sieht hier die Gefahrenhinweise. Also es ist schon ratsam, wenn man sich eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe dazu anzieht. Also die Schutzbrille natürlich aufsetzt und die Schutzhandschuhe anzieht. So, was brauchen wir noch? Ja, eigentlich WD-40. Wie gesagt, ist eigentlich insofern kein Schmiermittel, sondern dient eigentlich auch mehr zum Entfetten. Habe ich aus irgendeinem Video, müsste ich jetzt nachkicken, wie das Video heißt. Da wurde das WD-40 vorgestellt. Man kann es aber trotzdem nehmen für gewisse Metallteile. Ja,
um diese vor weiterer Korrosion zu schützen. Gut, das haben wir. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Und zwar, ohne Werbung zu machen, ja, wir haben hier Farbe, Original Militär-Farbspray. Ist zwar jetzt hier unten alles Mögliche, aber das ist, die hatten keine anderen Flaschen, haben sie mir geschrieben damals, ja, dass wir einen 7 Euro Rabatt gekriegt. Also auf die gesamte Bestellung waren, glaube ich, 3 oder 4 Dosen gewesen. Das ist RAL 6003 total matt. Ja, RAL 6003, also zu DDR-Zeiten gab es ja keine RAL-Bezeichnung insofern. Ja, da ging das irgendwie nach TGL. Ich glaube 2426 oder 2624 war die Bezeichnung gewesen. Auf jeden Fall ist das ungefähr der Farbton, so wie er da unten schon auf der Kiste vorhanden ist. Ja, das Ganze nennt sich dann Chlorbuna Grün in total matt. Brauchen wir also auch. Ja, macht sich ganz gut. Wie gesagt, gibt's zu kaufen. Ja, das war erstmal so das Grobe, was wir brauchen. Nee, wir brauchen noch was. Und zwar, ja, YouTube-Bild. Wir haben immer überlegt, Mensch, wie kriegen wir denn die ganzen Metallteile ohne groß zu schleifen und so weiter und so fort, wie kriegen wir die so halbwegs wieder sauber? Essigessenz, 25%, ja, 400 Gramm, das entspricht 388 Milliliter. Vorsicht und nicht unverdünnt genießen, ey, dass man so halt auch noch auf der Flaschen jetzt schreiben muss, also das ist genauso. Wenn Sie Ihre Batterie ausgebaut haben aus dem Kraftfahrzeug, bitte saufen Sie nicht die Säure. Ja, also, ey, na gut. Dessen mal dahingestellt. Ja, wir haben hier Würzgut. Na gut. Also, wie gesagt, wir wollen hier keine Werbeveranstaltung machen oder sonst irgendwas. Ja, wie gesagt. Ja, was wir natürlich noch ganz wichtig brauchen, Lappen. Lappen ist immer gut. Mal, möglichst so ein bisschen rau. Hier, wir haben so ein Abwaschtuch. Ja, sieht schon ein bisschen desolat aus. Aber sowas, das braucht man alles. Ja, weil wir gerade sagten hier, Essigessenz, 25%. Ich glaube, wir investieren mal noch einen Pfennig und werden uns mal die Essigsäure mit 60% irgendwo besorgen. Die gibt es natürlich nicht irgendwo in der Kaufhalle. Nee, da müssen wir im Internet kicken. Ja, so, hier haben wir mal so einen Karabinerhaken, ja, wie die Dinger in der Kiste drin waren, total, ja, mit so einer Schicht hier behaftet. Wie kriegt man das am besten ab, haben wir überlegt, selbst unser wunderschönes Allheilmittel, was wir ja sonst immer haben hier, das Elsterglanz, nee, die Chromfliege, ja, wieder ohne Werbung, ohne Hintergedanken, das ist von der Ahrenshoop GmbH, ja, in Wiedemar 04509, Wiedemar, ja, ist ja nicht mal teuer, wenn man das noch kriegt, gibt es in 2 Ausführungen, immer mit so blau und immer hier in rot, ja, Qualitätsprodukt zu Ostzeiten, obwohl hat schon ein bisschen nachgelassen, das Zeug. Ja, wie kriegen wir das nur hin? Ganz einfach. Hier einfach die Sicherungsscheibe lösen. Einfach mit dem Schraubendreher hinter weg. Da die Dinger auch schon angerostet sind, kann es natürlich passieren, dass die knicki-knacki machen. Also müsste man sich mal noch ein paar als Ersatz auf Halde legen. Ja, dann hat man den Karabinerhaken, also hier praktisch diesen Splintern rausklopfen, ganz vorsichtig, der geht doch relativ gut raus, eventuell mit etwas W40 nachhelfen. Ja, und dann anschließend diesen Karabinerhaken ganz einfach in der Essigessenz versenken und das ganze Ergebnis sieht dann so aus. Ja, ist nichts weiter. Hat sich alles schön gelöst? Ja, gut. Ein kleines bisschen mit Lappen nachreiben an einigen Stellen,
wo zwar der Essig hingekommen ist, aber wo eventuell die Verrostung ein bisschen tiefer gewesen ist. Ja, aber ich sag mal, das Ergebnis lässt sich doch schon sehen. Oder? Was meint ihr? Ja, nun müssen wir bloß noch gucken. Wir haben ja auch noch andere Metalle. Ja, haben wir jetzt mal auch so spaßenshalber in Essig eingelegt. Ja, man sieht, ein bisschen hat sich schon was gelöst. Ja, also hier an diesen Stellen hat sich das schon gelöst. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Leider kriegen wir diese Ding nicht ab. Dazu müssen wir hier den Gurt vom Prinzip her komplett aufmachen. Ja, das, was hier so wunderschön vernäht ist, ja, das aufmachen ist das eine. Also kaputt machen, da sind wir ja ganz groß. Aber wie kriegen wir das hinterher wieder hin? Wissen wir noch nicht. Wir haben uns jetzt erstmal so beholfen. Das ist hier praktisch so ein überzähliger Gurt. Ja, so unser Testgurt-Code. Und müssen wir mal gucken. Ja, wie gesagt, wir bestellen jetzt erstmal diese konzentrierte Essigsäure. Ja, mit 60%. Mal sehen, ob das noch viel besser und viel schneller funktioniert mit dem, ja, was ist das eigentlich, Sulfat oder wie ist der Kuh, was da drauf ist. Auf jeden Fall, wenn diese gelbliche Schicht hier weg ist, kommt meistens Rost drunter vor. Ja, also, wie gesagt, wunderschönes Haushaltsmittel. Beachtet nur die Sicherheitshinweise. Ja, ob das jetzt Arbeiten sind mit dem Entfetter, ob das mit Bremsenspray ist oder sonst irgendwas, achtet immer schön auf eure eigene Gesundheit und eure eigene Sicherheit und nicht nur die eigene, sondern auch die der Mitmenschen. Wenn ich also damit Essigsäure hantiere, sollte ich das möglichst so machen, dass zum Beispiel Kleinkinder und so weiter da absolut keinen Zugriff zu haben, ja, weder zu der Flasche, das heißt also, wenn ich fertig bin oder nachdem ich das Zeug nicht mehr brauche, ob das Essig ist oder sonst irgendwas, sofort verschließen, richtig gut verschließen, ja, und aus der Reichweite von Kindern praktisch entfernen. Das bloß mal so als Tipp. Lach mir einfach so auf den Herzen und muss man immer wieder sagen. Tja, wie man unschwer erkennen kann, haben wir schon angefangen. Ein wichtiges Werkzeug habe ich noch vergessen, und zwar einen 10er Maulschlüssel. Ringschlüssel macht sich doof. Bei einigen Muttern kann man das nehmen, man kann da auch mit einer Ratsche ran. Es gibt aber einige Schraubverbindungen. Das ist das Beste mit einem Maulschlüssel. Ja, wir haben sämtliche Teile. Das sind hier unter anderem die Halter für diesen Trageseil, sage ich mal jetzt hier ganz einfach, weil das ist nicht weiter wie ein Seil. Wir waren gestern noch im Baumarkt gewesen, wir wollten eigentlich ein neues kaufen. 1 cm Durchmesser gibt es natürlich nicht. Ja, also es gibt 0,5 und es gibt 1,5. Außerdem wollten wir auch nicht so viel Geld ausgeben. Ja, und nun ist natürlich das Problem, normalerweise sind hier Bohrungen drin, ja, wo diese Säule durchgezogen wird. Und das Problem ist, das Seil ist ja rechts und links verknotet. Diesen Knoten kriegt man ohne größere Zerstörung nicht mehr auseinander. Also, was haben wir gemacht? Wir haben das hier hinten mal so ein bisschen aufgesägt. Ja, einfach mit der Tischlersäge oder Feinsäge genannt, aufgesägt und das Seil rausgenommen. Ja, wir setzen hinterher hier ein kleines Stück Brett wieder drunter. Ja, und werden dann das vom Prinzip her montieren. Ja, ansonsten, was brauchen wir noch? Das Holz drinnen, die ganzen Ecken, da brauchen wir einen Staubsauger. Den haben wir jetzt natürlich nicht mit aufgeführt, um das vom Prinzip her wunderschön auch gerade die Ecken auszusaugen. Und anschließend kommt auf das Innenholz Leinöl und Firnis. Ja, gibt es komplett zu kaufen, Leinöl, Firnis. In jedem gut geführten Baumarkt, wer jetzt nicht unbedingt einen Baumarkt will, wir haben jetzt hier 5 Liter gestern uns besorgt für relativ schmale Geld, also Baumarkt ist ein bisschen teurer, ja, die wollen ja auch was verdienen und wie gesagt, die 5 Liter so um die 20 Euro,
ja, unbedingt darauf achten, dass das wirklich Leinöl mit Firnis ist. Und zwar, ja, ich glaube, dreimal gebrannt oder was da drauf stand. Ja, und das ohne aus der Lausitz. Also, Essigöl, ne? Ja, so. Und damit wird dann vom Prinzip her das Holz behandelt. Der Vorteil ist, das Holz behält seine Maserung. Das Zeug, was wir dort vom Prinzip her rausschmieren, saugt sich in das Holz rein. Das Holz wird, also das dehnt sich nirgendwo auf und wisst ja Kuh was. Man lässt es dann eintrocknen, das zeigen wir dann noch. Ja, lässt es eintrocknen. Und der Vorteil ist, das Holz verfärbt sich nicht. Ja, sondern im Gegenteil, nur die Maserung kommt nochmal richtig schön zur Geltung. Ob das jetzt Sperrholz ist, ja, so wie die Rückwand zum Beispiel oder sonst jemand anderes. Das Einzige, wo man aufpassen sollte, das ist hier mit diesem Schaumstoff. Ja, da müssen wir das vorsichtig abkleben. Ja, weil wir nicht wissen, wie dieses Leinöl mit diesem Schaumstoff reagiert. Und im Unterboden damit diese Filzstreifen, auch die werden wir an den Rändern versuchen abzukleben, sodass da nichts raufläuft. Wie gesagt, erstmal alle Außenteile demontiert, bis auf hier oben den Halter. Ja, also ein Halter sollte man drauf lassen, weil dann transportiert man nämlich diese Kiste besser, ohne dass hier mal der Deckel aufklappt. Oh, eigentlich sollte der Arbeitsschritt noch ja nicht dran sein. Uns ist aber dummerweise das Öl und die Firnis ausgegangen. Und in unserem tollen Supermarkt, den ich so gepriesen habe, gibt es natürlich derzeitig keine. Sind wahrscheinlich alle auf den Geschmack gekommen oder nehmen das als Salatöl. Kann natürlich auch sein. Gut, was haben wir jetzt immer? Wie ihr seht, hier viele, viele Löcher drin. Wir haben alles, das was Holz und Metall ist, haben wir soweit abgebaut. Ja, kleine Fummeleiarbeit. Ja, weil die Löcher im Holz, die sind so passgenau. Das muss man also wirklich rausklopfen. Ja, und dann haben wir mal einfach schon die erste Schicht so Lack aufgebracht. Haben wir gleich das nächste Problem. Wir müssen noch neuen bestellen. Man sieht hier, ja, eingerissen, rau. Holz kommt nach oben, ist klar. Hat jahrelang irgendwo hier gestanden. Ja, die Kanten sind auch nicht mehr so schön. Ja, wenn man das so mal hier sehen kann. Ich habe mal hier meinen Finger. Da sieht man das. Ja, ist natürlich bloß Sperrholz. Ja, und wie gesagt, wir schleifen das jetzt natürlich mit entsprechender Technik. Ja, macht sich ganz gut. Das, was wir nicht schleifen werden, das sind die Ecken. Die sind nämlich grundiert. Und wenn wir die anschleifen, müssen wir sie neu grundieren. Ja, Rückwand genau das gleiche. Muss nochmal angeschliffen werden. Ja, hier haben wir einige Aufrauungen, die entstanden sind. Ja, so, unser größtes Problem. Was machen wir mit der Beschriftung? Wir haben jetzt mal gekickt, das gibt sogenannte Maskierband, ja, so ja für Kurven, allerdings nur 12 mm, 20 mm, müssen wir ausmessen, weil ja hier diese Kurven sind, ja, dann würden wir das hier nämlich abkleben, würden das komplett lackieren, ja, also von oben nach unten, von rechts nach links, würden diese Maskierband dann wieder abmachen. Oder wir fertigen uns eine Schablone. Oh, sind wir noch am Überlegen, wie wir das machen. Das Doofe ist, ja, in Word maximale Höhe von Buchstaben und Ziffern 72 dpi. Und das ist zu klein. Ja, ist zu klein. Also müssen wir noch überlegen, wie wir das am dümmsten machen. Naja, schauen wir mal. So, jetzt kommt eigentlich die Arbeit. Ja. Die wir eigentlich ja nicht so gerne machen. Wir haben uns dafür entschieden, ja, das Holz, was teilweise schon etwas vertrocknet war, verstaubt, weiß der Kuh. Also wir haben es erstmal grob abgesaugt, das ganze Holz, beziehungsweise auch die ganzen Ecken, den Dreck raus und so weiter und so fort. Ganz super Sache.
Nur ist das Holz natürlich wahnsinnig trocken. Ist klar, hat irgendwo rumgestanden und so weiter. So, wir haben uns dazu entschieden, keinen Lack zu nehmen oder irgendwelche Beize oder sonst den andere. Gibt es bestimmt auch noch andere Mittel. Aber wir haben uns entschieden hier für Leinöl Firnis. So, das Schöne ist natürlich, das Zeug kommt aus Hoyerswerda. Die Lausitzer Ölmühle in Hoyerswerda, die hat das Rohöl geliefert und dann wurde das Ganze in Hoyerswerda auch nochmal in der Straße E, wo immer die Straße E sein mag, wahrscheinlich dreifach gekocht. Ja, am 20.06.2022 abgefüllt. Schöne Sache. Was uns aufgefallen ist, wir hatten vorher schon mal so was. Das haben wir uns im Baumarkt besorgt. Das hat ganz anders gerochen. Ja, ich weiß nicht, ob die da unten Zusatzstoff drin hatten oder sonst irgendwas. Das hier riecht noch wirklich nach Öl. Und ja, schade, dass wir noch kein Geruchsfernsehen haben. Da kommt auch so ein bisschen so, ja, ich sag mal, irgendwie so eine Erinnerung auf an früher. Ja, Nachteil ist natürlich, das Öl braucht natürlich eine ganze Weile, ehe das eingezogen ist. Aber man sieht schon den Unterschied. Ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Wenn ich hier... jetzt war natürlich zu wenig. So, erstmal schnell Firnis nachgekippt in unser Töpfchen hier. Ja, und ich hoffe, dass man das sieht. Ja, das ist das normale unbehandelte Holz. Und wenn ich jetzt hier drüber hier, ja, wie vom Prinzip her das Holz, das Öl und die Firnis aufsaugt, ja, dauert einen kleinen Augenblick. Aber man sieht schon so den Unterschied. Auch hier an den Rändern, ja, wunderschön. Wie gesagt, kann man nicht versauen. Man muss auch den Filz nicht abkleben oder sonst den anderen. Wo man ein bisschen aufpassen muss, das ist beim Leder. Ja, weil die kleinste Berührung und so fort, ja, hat sich das vollgesogen. So, dann sind wir erstmal fertig mit dem Einölen. Ja, wie es auch worauf man achten sollte, möglichst keine, ja, Lachen, Flecken auf das Holz praktisch machen, weil das kriegt man dann schlecht wieder weg und ist auch zu sehen. Aber ansonsten, solange wie das noch nicht richtig eingezogen ist, einfach noch mit dem Pinsel drüber schön verteilen, sieht das ganz schicki aus. Ja, wir sind soweit zufrieden. Das sieht ja nicht mal so schlecht aus. Jetzt lassen wir das ungefähr, ich sag mal, Stunde, anderthalb Stunden, lassen wir das einziehen, trocknen, ja, und dann werden wir weitermachen. Ja, und wenn das diese Ölfirnis hier so ein bisschen einzieht in das Holz, waren wir natürlich auch nicht ganz faul gewesen. Ja, oben der Trageseil haben wir schon sauber gemacht. Ja, mit Gardinen rein, ja. Macht sich ganz gut. Ja, beseitigt Staub und so weiter und so fort. Also, sieht schon nicht schlecht aus. Und das Jummiband, wo dann hinterher die Antennen und das Deckel durchkommen und die Garantieurkunde, Bedienungsanleitung und das Wartungsheft, ja, das haben wir auch schon so halbwegs gereinigt. Gut, nun könnte man natürlich sagen, warum kauft dann den Scheiß nicht neu? Ja, erstens, wir sind bloß eine ganz kleine Interessengemeinschaft. Ja, wir finanzieren das alles hier selber und das kostet natürlich auch hier. Ja, so ein Stück Jummi werden wir nicht kriegen, da müssen wir also einen Meter nehmen. Ja, wenn wir das überhaupt so kriegen, und außerdem ist das ja, das ist original. Ja, oder so ein Stück Seil, gut, im Baumarkt hatten sie keins gehabt. Ja, heute gekickt, ja, man kann natürlich verschiedene Seilstärken, verschiedene Längen und alle holen, aber uns geht es ja auch hier um die Knoten. Nur würde man sagen, ach naja, so ein Knoten, den kriegst du doch rein hier, das ist doch kein Hexenwerk. Ja, gut, wir wollen das so weit wie möglich original lassen und das ist nun mal original, bloß eben gereinigt.
Ja, und gardinenweiß ist neutral. Also, wir haben da nicht mit irgendwelche Festwaschmittel gearbeitet. Nee, das ist von Henke, also eigentlich von Spee. Also Ostprodukte. Ja, vielleicht noch was zum Entrosten von Metallteilen. Ja, man kann den ganzen Mist natürlich abschleifen, sandstrahlen, wie ist der Kuckuck was, ob sich da der Aufwand lohnt, muss jeder selber entscheiden. Letztens hat man ja vorgestellt, Essigessenz mit 25%. So, jetzt haben wir uns mal was anderes geholt, und zwar Essigsäure 60%. Und ja, wie man sieht, das Ergebnis, ja, also gerade der ganz verrostete, ja, wird schön abgelöst. Ja, wie gesagt, bei den anderen Teilen, die wir schon gemacht haben, hier unter anderem diese Haken, ja, waren auch sehr verrostet gewesen. Hier hat es schon gereicht, einfach ein bisschen grobes Tuch zu nehmen, ja, und damit konnte man den Rost ganz bequem abwischen. Ja, sind wir mal gespannt, ob das hier auch funktioniert. Ja, das Wichtigste natürlich wieder zum Schluss. Also, was heißt das? Freunde, macht das nie in geschlossenen Räumen, wenn ihr keine Absaugvorrichtung oder irgendwas habt. Versucht das möglichst mit das Arbeiten mit dieser Essigsäure im Freien zu machen. Dazu gibt es eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund ist, Essig, wie es jeder, stinkt unheimlich. Ja? Und zum zweiten, durch die Essigsäure und den zu entrostenden Metallen entsteht natürlich irgendeine chemische Reaktion. Ja, wir sehen das hier an diesem Haken. Ja, hier so hat sich schon der Rost hier aufgelöst. Ja, ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Ja, und wenn man hier so ganz leicht drüber fährt, merkt man schon, wie der Rost sich löst. Wie gesagt, sehr ratsam ist es auch gerade bei Säuren, Basen und so weiter und so fort, Laugen, generell eine Schutzbrille zu tragen und natürlich Gummihandschuhe ist auch sehr wichtig, weil man braucht seine Haut der Fingerkuppen noch eine ganze Weile. Ja, gut, ich habe mir meine mit Batteriesäure mal verätzt. Trotzdem ziehe ich auch Gummihandschuhe an, wenn ich hinterher dann die Teile hier rausnehme, beziehungsweise nehme dazu eine Zange, um die aus der Essigsäure herauszukriegen. Tja, was da noch vergessen haben zu sagen, was auch sehr wichtig ist, man sollte noch eine zweite Schüssel sich hinstellen, und zwar mit destilliertem Wasser. Also Leitungswasser kann man zwar auch nehmen, ist aber nicht ganz so ratsam. Ja, warum, wieso, weshalb? Wir hatten ja gehabt, dass hier eine chemische Reaktion stattfindet mit dieser Säure. Und diese Reaktion ist natürlich nicht abgeschlossen, wenn ich hier so einen Wischi-Waschi-Lappen nehme und das da einfach abwische. Ist nicht. Also müssen wir auch mal sehen, wie wir diese Essigsäure neutralisiert bekommen. Ja, und dann machen wir mit destilliertem Wasser. Man könnte jetzt da wohl auch irgendwas mit drin machen, so ein Backpulver, wie es der Kuckuck war. Das ist vergebliche Liebesmühe. So hoch konzentriert ist die Essigsäure nicht. Ja, hier ist übrigens der Haken, der da vorhin so total verrostet in der Essigsäure drin lag. Ja, wie gesagt, einfach nur abgewischt. Ja, und ja, sieht wieder schicki aus. Wir müssen nur sehen, jetzt wissen wir auch, wie das heißt. Das ist Nickel. Gelbnickel, ja, was darauf kommt. Müssen wir kriegen, wie wir das hinkriegen, ob der Typ das auch machen kann, weil wir sind immer davon ausgegangen, von einer Chromatierung oder so, Gelbchromatierung, die man übrigens auch selber machen kann. Eine Firma, Tifo nennt die sich, ja, die vertreibt sowas, sowohl für ein Galvanikbad als auch für die sogenannten Tupfer. Und haben jetzt auch was rausgebracht, das füllt man einfach nur in eine Schüssel. Diese Substanz oder Chemikalie ist das ja besser gesagt, versenkt da drinnen vom Prinzip her diese Teile, holt sie raus und die sind goldfarben. Ja, nun wollen wir aber nicht goldfarben, sondern wir wollen ja dieses, ja,
Vernickelte haben. Übrigens, hier sieht man auch, wir haben jetzt mal so ein Gurt hier drin, ja, weil der Karabinerhaken, der da dran ist, der ist ebenfalls total verschmattert. Da doofe ist, wir kriegen das ja nicht auseinander oder wir wollen das ja nicht auseinandernehmen, weil wir ja nicht wissen, wie wir das dann wieder irgendwie zusammennähen können. Wir haben letztens schon mal einen Test gemacht, ob die Farbe irgendwie angegriffen wird von den Gurten. Ist nicht der Fall. Ja, ich hoffe, dass das auch mit die 60% so war. Also wir hatten die Tests mit 25%. Wollen wir mal gucken, ob das bei den 60 genau das gleiche ist. Ja, ein bisschen muss das noch drinne bleiben. Und hier haben wir schon das erste Ergebnis. Ja, diese Schnalle ebenfalls total desolat aussehend. Wie gesagt, 3-4 Minuten hat man so eingelegt. Ja, komplett so weit wie geht. Und dann einfach abgewischt. Gut, zugegeben, kleine Nacharbeiten sind noch notwendig. Ja, aber im Großen und Ganzen ist das Ergebnis schon sehr befriedigend. So, wir haben jetzt erstmal unsere Kiste abgeschliffen. Zweimal mussten wir das machen, weil das wussten wir nämlich vorher auch nicht. Das haben wir auch so nicht gesehen, obwohl an einigen Stellen die alte Farbe schon abgesplittert gewesen ist, beziehungsweise zerkratzt und so weiter und so fort. Hier drunter war noch eine Beschichtung. Ja, vermutlich, um das ganze Ding so ein bisschen wassergeschützt zu machen. Ja. Ganz zufrieden sind wir noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es spiegelt uns ein wenig zu doll. Ja, ich meine, für die Ausstellung sieht das natürlich schick aus. Ja, wenn jetzt auch die Sonne ein bisschen ungünstig steht, denkt man, das sind Flecken, sind aber keine Flecken. Tja, zur Farbe. Normalerweise haben wir immer diese Farbe hier verwendet. Ja, ist wieder keine Werbung, ja. Von MFH, ja, Army Farbspray NVA Grün Material 6003. Haben wir eigenartigerweise nicht mehr gefunden, wo wir das sonst mal bestellen. Sondern dafür haben wir dann das gefunden. Ein polnisches Produkt. Ja, keine große Bezeichnung drauf, hier bloß die Erklärung. Also man soll das Zeug nicht saufen, man soll das nicht schnüffeln. Weiß der Kuhfall. Ja, feuergefährlich und so weiter und so fort. Ja, die Farbe haut nicht so ganz hin. Das haben wir jetzt hier dran gesehen. Ja, man sieht hier diesen Farbunterschied, ne? Ja, also das, wo UFT 435 steht, darunter, das ist das Originalgrün. Und davor, beziehungsweise da oben, das ist das, was wir jetzt lackiert haben. Ja, mit den Schablonen hat es auch nicht geklappt. Ja, drei Anbieter angeschrieben, ob sie uns das so herstellen können. Ja, einer hat die Buchstaben allerdings 4,5 cm hoch, also ein halber Zentimeter wäre zu verkraften gewesen. Da hauen die Buchstaben hin, aber die Zahlen nicht. Ja, weiß nicht. Da ist zum Beispiel von A4 ist dieser Längsbalken hier, ja, der ist bei denen ganz schmal. Wir wollen das aber original wieder her. So, jetzt werden wir uns so behelfen. Wir warten jetzt, bis das Ganze getrocknet ist. Und wenn das soweit trocken ist, dann werden wir uns selber eine Schablone basteln. Ja, müsste ja eigentlich kein Hexenwerk sein. Ja, Stücke Plastik irgendwie, ja, Plastikplatte und dann das darin geschnitten. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ne? So, die kleinen Teile haben wir auch in der Zwischenzeit lackiert. Der Nachteil ist, man hat hier verschiedene Holzarten verwendet. Ist zwar alles weiches Holz. Ja, da ist Kiefer teilweise auch irgendwas zusammengesetzt und so weiter und so fort. Gut, sind wir auch nicht ganz so zufrieden. Wir hatten ja gesagt, hier Öl und Firnis. Wir hatten uns mal vor langer, langer Zeit das hier im Baumarkt besorgt. Ja, kostet ungefähr 13 Euro. Ja, wunderschöne Zeug. Der Nachteil ist, das kann man wirklich nur verwenden, wenn ja, unbehandeltes rohes Holz ja, vorhanden ist, dann ist es natürlich ideal. Ja, das, was wir vorhatten,
dafür ist das nicht geeignet. Außerdem ist der Nachteil, lässt man das irgendwie offen stehen oder in ihrem Behältnis, wo man gepinselt hat, dann fängt das an zu gelieren. Ja, wird also richtig dick und fest. Und ja, den Pinsel, wenn man den hat, ohne drinnen stehen lassen, den kann man wegschmeißen, den kriegt man nicht mehr weich. Aber unsere Wunderwaffe, die wir gefunden haben, Produkt aus Hoyerswerda, also ich kenne bei der gesagt DDR-Produkt, aber Hoyerswerda in den 5 neuen Bundesländern, Leinöl-Firnis, dreifach gekocht, 1 Liter, in der anderen sind nur 0,7 Liter drin. Das ist auch noch 2 Euro billiger. Das Gute ist, das kann man auch nicht nur für Holz nehmen, sondern auch, wenn man zum Beispiel jetzt, man hat, ja, so wie wir das gemacht haben, wir haben ja Schrauben, vom Prinzip her in diese 60% der Essigsäure drin gehalten und dann werden die auch so halbwegs wieder sauber. Wenn man die anschließend in einen kleinen Tropfen von dieser Firnis hier, also Leinöl-Firnis, schmeißt, ja, so 5 Minuten drin lässt, dann sind die Dinger schick. Dann braucht man da nicht hier mit WD-40 oder irgendwas zu arbeiten. Ja, der weitere Vorteil ist, das Zeug stinkt nicht. Ja, das verflüchtigt sich relativ schnell. Ja, also sehr zu empfehlen. Ohne dass wir jetzt Werbung machen, ja? Ja, und womit wir auch noch nicht ganz so zufrieden sind, das ist das Ergebnis unseres 60% der Essigeinsatzes. Vorher sahen ja die Teile so aus, ja, mit dieser, ich sag mal jetzt Sulfat oder was das ist. Ja, das ist wahrscheinlich im Laufe der Jahre, ist ja vernickelt, ja, gelb vernickelt, hat mir ein Fachmann gesagt. Ist das wahrscheinlich aufgekeimt, ja, aufgrund von den Zusätzen und so weiter, was da alle drin ist, also chemische Zusätze und so weiter. Ja, wie gesagt, wir haben es mal versucht hier mit dieser 60%. Ich meine, das Sulfat ging schön ab. Hat ganz wahnsinnig geblubbert. Da gleich nochmal der Hinweis, also ohne dass wir jetzt hier belehrend sind oder Dr. Allwissend. Wenn ihr mit dieser Essigsäure arbeitet, erstens Handschuhe an, ansonsten sehen eure Finger so aus, beziehungsweise ich hatte Handschuhe an und habe nicht mitgekriegt, dass die Dinger vorne einreißen. Ja, sieht nicht so gut aus. Trotz Creme und allem drum und dran. Ja, ansonsten das Ergebnis so. Wir müssen das erstmal so lassen, ja, weil wir immer noch überlegen, ob wir Geld investieren und eventuell bei Tifo, glaube ich heißt die Firma, uns für ein paar hundert Euro so ein Set bestellen. Das Problem ist, dass, also man kann verchromen, man kann vernickeln, galvanisieren, vergolden, weiß der Kuh, was man damit alt machen kann. Aber ob wir diesen originalen, ja, ich sag mal jetzt diese Regenbogenfarbe, wie ja dieses Gelb von Nickeln gewesen ist, ob wir das so hinkriegen, wissen wir nicht. Gut, dann sind wir ja noch mit dem zweiten in Kontakt, wo wir zwar ein halbes Jahr warten müssen, der gesagt hat, ja, das ist alles kein Problem. Mhm. Naja, gut, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, Ergebnis ist nicht so prickelnd, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben gedacht, das Fahrt geht runter. Ja, der Nickel bleibt drauf. Nee, ist leider nicht. Gleiche auch bei den ganzen Tragegurten. Das Einzige, was wir gut hingekriegt haben, sind die Karabinerhaken. Ja, können wir ja auch gleich mal zeigen. So, ich glaube, die Karabinerhaken, das hatten wir schon mal gezeigt. Weiß ich jetzt aber nicht so 100%. So weit haben wir sie sauber gekriegt. Ich sage mal ganz vorsichtig, 90% des Rostes, wenn er nicht zu tief war, haben wir relativ einfach abgekriegt, ohne Schleifen. Eigentlich nur 60% der Essigsäure, die Dinger darin geflackt, kurz gewartet. Dann ist das alles aufgeschäumt, eine chemische Reaktion setzt da ein. Ja, dann die Dinger vorsichtig wieder raus und einfach mit einem Lappen abgewischt. Ja, natürlich ist die Vernicklung, die Gelbvernicklung ist auch flöten hier. Ja, großes Problem war ja gewesen, diese Tragegurte. Ja, der sieht immer noch verrostet aus hier.
der Kamerad. Ja, obwohl wir das sofort geölt hatten und alle drum und dran, ja, müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ob wir da mal versuchen, mit Rostlöser oder Rostwandler ranzugehen. Ja, das Problem ist, wir kriegen ja, wir würden zwar eine Seite hier so hoch kriegen, aber die zweite Seite, die ist ja fest versteppt. Ja, und wir wissen wirklich nicht, wer uns das eventuell wieder neu steppen kann. Und da wir nur insgesamt 9 Gurte haben, davon 2 lange, ja, wissen wir noch nicht so richtig. Müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, sauber ist er erstmal soweit. Ja, und naja, wie gesagt, müssen wir kicken. Wir sind ja auch keine Profis hier in der Aufarbeitung von soweit. Wir müssen uns das alles hier selber ein bisschen annehmen. Wir haben im Internet gestöbert, wir haben bei YouTube gestöbert, wir haben uns verschiedene Filme angeguckt. Das Problem ist immer, ja, man kann entrosten auf chemische Weise. Schmeiß den ganzen Kladderadscher an irgendeine Säure drin und dann löst sich das alles auf und mit chemischer Reaktion und ein bisschen Strom noch dran und so weiter und so fort. Ja, ob das jetzt hier mit diesem Gurt geht, wagen wir mal zu bezweifeln. Wahrscheinlich haben wir hinterher zwar eine rostfreie Schlaufe hier aus Metall, aber dafür sind die Gurte weg. Na gut, müssen wir kicken. Ja, Freunde, bleibt uns eigentlich bloß noch, den Koffer wieder einzuräumen, wenn er getrocknet ist. Erstmal die ganzen Außenteile wieder anschrauben. Ja, hier wie die Halter für diese Trageseil, was wir in der Zwischenzeit hier auch hier reinigt haben. Den ganzen anderen kleinen Rest dran und so weiter und so fort. Und dann sieht das Ding hoffentlich wieder vorzeigbar aus. Ich will jetzt nicht sagen 1A Qualität, ja, dazu hätten wir das ganze Ding auseinandernehmen müssen und wie ist der Kuchen, wahrscheinlich nicht bloß schleifen, sondern auch hobeln müssen und wie ist der Deibel was. Aufwand, Nutzen, Aussehen und so weiter. Er soll ja nicht aussehen wie aus dem Laden. Ja, er soll nur vernünftig aussehen. Gut, Freunde, das war's. Erstmal hier aus dem Hauptsendestudio bei Eckersdorf von den Blaulicht- und Oldtimer-Freunden und vom Polizeilader. Wenn es euch so ein bisschen gefallen hat, würden wir uns wieder über den Daumen freuen. Und an der Stelle auch ein Dank an 320 Abonnenten. Ist natürlich ein Zeichen, ja, dass wir hier nicht bloß Käse machen, sondern dass irgendwo oben mal was rüberkommt. Ja, wie gesagt, Fragen, Hinweise und so weiter, bitte unten in die Kommentare. Ja, und dann freuen wir uns auf das nächste Filmchen, was so in der Idee schon fertig ist. Diesmal geht es um sogenannte Dioden und Überspielkabel für RFT-Räder. Wie gesagt, ist in Vorbereitung. Schauen wir mal, was wir draus machen. Also, bleibt gesund und munter und vor allen Dingen schön negativ in der heutigen Zeit. Lasst euch an der Tankstelle nicht ärgern. Und wir hören, beziehungsweise ihr seht uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.